Ja, Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Zuschauerbattle. Ja, lang ist es her, ne, seit wir eins hatten. Ich glaube 3 Wochen, 4 Wochen oder so, wirklich lang. Ja, hier ist mal wieder eins. Wir spielen im Einzelkampf gegen T, MPTED. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie aussprechen kann, so als Namen. Petit kann ich nicht, wahrscheinlich die einzelnen Buchstaben, Abkürzung für irgendwas oder so. Ja. Gut, schauen wir mal. Ein Mewtwo. Oh, ein Dragoran. Sehr interessant. Was ist das Unterste? Ich sehe es kaum. Aber Dragoran. Interessant. Ja, mit was liegen wir denn da? Mit Mr. Krabs am besten, ne? Der hat die Wahlbrille. Dann können wir den auch wieder austauschen. Ja, machen wir so. Taunsteinis haben wir ja keine hier dabei. Ja, Ligakarte wurde nicht gemacht. Ne? Ich glaube, spielt noch nicht so lange. Glaubte ich zu meinen. Oh, Premierball. Die mag ich. Ja, irgendwie ist das heute so klein. Ich kann es kaum lesen. Ja, Drachenpuls, ne? Drachenpuls. Muss ein bisschen weiter nach vorne rücken. Was hat der jetzt für eine Attacke gemacht? Nein, jetzt habe ich sie nicht gesehen, weil ich nach vorne gerückt bin. Schaufler, ja. Okay, verkraften wir. Könnten wir nochmal verkraften, ne? Bäm, sehr schön. Darauf habe ich gehofft. Sonst hätte ich nachher raten müssen. Macht er jetzt nochmal Schaufler? Macht er was anderes? Ah ja, stimmt. Wie ihr seht, das erste Mal jetzt. Mein Krami wurde Giga-Dynamaxed. Deswegen habe ich auch das Bildchen jetzt da unten geändert, ne? Ah, Kapuriki war das, was ich da gesehen habe. Ist, glaube ich, eine Ultra-Bestie, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß es gar nicht. Was ist das für ein Typ? Elektro oder so? Wir sind auf jeden Fall wirkungslos. Ja. Ja, dann müssen wir wechseln, ne? Was wäre denn hier gut? Dekortschein mit Boten, aber ja, ist halt nicht stat, ne? Shinx könnte. Shinx hält aber halt auch nicht viel aus, ne? Und ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Ich meine, wir sind effektiv, aber kann sein, dass er auch sehr effektiv gegen uns ist. Shinx oder Dekortschein? Nulltreffer hat er halt, glaube ich, nur eine. Kann das sein? 80er Genauigkeit oder so? Dann müssten wir schon in die Diner gehen. Aber mit wem gehe ich in die Diner? Ja, mit Kami vielleicht. Obwohl, dann kann er seinen Ruheort nicht machen. Ah, ich gehe auf Shinx. Come on. Und wenn es eine 80er Genauigkeit ist, gehen wir halt in die Diner, ne? Voll Kram ist zwar. Ja, eben. Wäre zwar schön, ihn jetzt mal auszuprobieren, aber. Donnerblitz. Ja, jetzt rentiert sich eine Diner mit Shinx halt nicht mehr so, ne? Die Frage ist, wer schneller ist. Aber wir sind schon sehr, sehr schnell. Gehe ich in die Diner? Oder riskiere ich? Ja, no risk, no fun. Wir müssen. Nein! Ich wollte gerade sagen, wir müssen schneller sein und treffen. Ja, das war's, ne? Aber immerhin verliert er auch ein bisschen KP. Schade, Marmelade. Und Mr. Krabs, ja. Ja gut, dann probieren wir es mit Dekortschein. Obwohl jetzt halt die Frage ist, wie gut bin ich? Oder soll ich ein Irrlicht machen?
dann mit Kraftabsorber vielleicht, wisst ihr, falls ich jetzt halt, keine Ahnung, nicht so viel abziehe. Ne, wir gehen direkt auf Erdkräfte. Yes, sehr schön. Perfekt, das tanken wir gut. Gleich nochmal oder ein Kraftabsorber. Ne, der wird speziell angreifen, ne? Greifen wir gleich nochmal an. Ja, wieder Donnerblitz, perfekt. Das macht dann nicht so viel, ne? Sehr schön. Ja, den Sound hatte ich übrigens noch nie, Legendary 3. Muss ich jetzt aber sagen, gefällt mir auch nicht so. So, ja, jetzt kommt der Jolicht, ne? Mhm. Dann hoffen wir mal, er macht Sonnending. Nein, schlaf, Bruder, dir! Yes! Wir werden geschützt. Von was wurden wir geschützt? Haben wir eine Fähigkeit? Ne, die Fähigkeit war ja... Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber dass irgendwie Initiative raufgeht, aber Verteidigung runter oder so, ne? Ja gut, machen wir einen Kraftabsorber. Er ist zwar speziell, aber... Wieder Schlafpuder. Jetzt geht's. Okay, dann hat er einfach nicht getroffen, sozusagen. Na, immerhin konnten wir das Irrlicht rotten, ne? Das ist aber trotzdem nicht so fein. Kleiner Kraftabsorber wäre schon gut gewesen. Wie war das mit Bode nochmal? Ah, mit Statusproblemen. Gehen wir auf Kraftabsorber. Schauen mal, was er für einen Schaden drückt überhaupt jetzt. Ja, weil sein Schaden wird ja, glaube ich, geschwächt, wenn er verbrannt ist, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nein, der Kordschein. Die Verbrennung macht ihm halt auch nicht viel. Aber ein Kraftabsorber wäre jetzt schon nice. So, fast wieder full KP und er macht kaum Schaden. So, wäre schon schön. Ich meine, wir könnten auch zu Inferno-Pot wechseln. Aber jetzt ein halbtotes Pokémon, das schläft, auswechseln. Ja, ob das so die gute Idee ist. Ja, wir sind aufgewacht. Jetzt sind wir auch schneller wie er, ne? Und... Oh, ja, schön. Ja, schön, schön, schön. Das hat gut geheilt. Unsere Verteidigung sinkt halt. So, und jetzt gibt's eine Bürde. Sehr schön, dass wir schneller sind jetzt auch. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, nochmal Bürde, dann ist er weg, ne? Ja, ich würde aber sagen, wir gehen wieder auf Kraftabsorber, weil bis wir aufwachen, hat er uns eh wieder ein bisschen Schaden gemacht. Oh, zurückgerufen. Na gut, wir haben ja noch Inferno-Pot für ihn und viel Life hat er sowieso nicht mehr. Oh. Schneller als Glurak. Ja, okay, hat sich jetzt halt schon nicht so rentiert, ne? Okay, geht, geht vom Schaden, ne? Jetzt ist die Frage, soll ich da auch eine Verbrennung drücken? Kann er überhaupt verbrennen als Feuer-Pokémon? Ich glaube schon. Ja, komm, wir drücken auch eine Verbrennung und nachher eine Bürde. Ah, nee, hat wirklich keine Wirkung. Okay.
Never mind. Gott, ich habe echt schon wieder viel Sachen vergessen. Ich meine, ich war sowieso nie ein Pro, aber jetzt, die letzte Zeit, habe ich halt wirklich, ja, keine Battles gemacht. Wir könnten auf Mr. Krabs wechseln. Ich glaube, das mache ich auch. Obwohl, er könnte den Solarstrahl haben, aber ja, für das braucht er 2 Runden oder er muss in die Diner gehen, ne? Ja, wir gehen jetzt raus, weil ich könnte jetzt zwar nochmal heilen und er macht halt wieder den Ding. Dann haben wir halt ein bisschen mehr. Eben, meine Verteidigung. Nee, komm, einmal machen wir noch und dann wechseln wir aus. Ah, und wir heilen ja immer weniger, genau, weil ja sein Angriff jedes Mal geschwächt wird. Ja, ich wäre lieber rausgegangen, ne? Ja, ich dachte es mir fast. Jetzt habe ich nämlich, glaube ich, noch weniger KP wie vorhin. Aber ja, gut, okay. Gehen wir auf Mr. Krabs. Flammenwurf, vorher hat er Flammenblitz gemacht, oder? Ja, direkt die Aquawelle, ein 60er Move. Eventuell verwirren kann. Ja, okay, er hat schon ein Drittel KP verloren, könnte ihn killen, ne? Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, killt. Nice! So, er hat jetzt noch, ich glaube, Mewtwo hat er noch, Dragoran. Da haben wir es Dragoran. Ah, und Bisaflor, okay. Ja, wir bleiben jetzt drin. Ja, wir bleiben jetzt drin. Der hat so wenig KP, jetzt auswechseln hat keinen Sinn. Ja, wir müssen Aquawelle, ne, wegen der Brille. Oh, Hyperstrahl. Finde ich jetzt nicht schlecht, weil er muss sich nachher aufladen. Er hätte mich sicher mit einer anderen Attacke wahrscheinlich auch killen können. Ich hatte nicht mehr viel. Und ich hätte ihm halt auch nicht viel getan mit einer nicht sehr effektiven Attacke. Aber okay, er weiß wahrscheinlich nicht, dass ich die Brille habe, ne, als Item. Also Dracarys wäre auf jeden Fall gut für ein Bisi aufzubehalten. Hier sind wir auch mit beidem nicht sehr effektiv. Mit Bürde wären wir effektiv. Ja, nehmen wir den Kordschein. Kordschein! Das System kann schon noch wirklich ein kleines nerviges Teilchen sein, Donner. Voll, genau, jetzt hat er seinen Rückstoß. Gut, und jetzt eine Bürde. Kordschein ist eine Bürde für den Gegner. Wow, okay, das war wenig Schaden, ja. Ja, nochmal, ne? Wenn er jetzt nicht noch einen Move hat. Oh, jetzt bin ich schneller. Er hätte sicher jetzt nochmal Hyperstrahl gemacht. Also ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Weil der am ehesten Schaden drückt, je nachdem, was er für Attacken hat. Und der eh nachher stirbt. Aber ja, durch die Bruchrüstung bin ich jetzt schneller. Und ich muss sagen, in der Egglock damals fand ich die Bruchrüstung ein bisschen nervig. Oder halt nervig gefährlich. Man hat dadurch sehr schnell Angst bekommen. Aber im Doppelkampf. Im PvP-Kampf hat mir das jetzt schon so oft geholfen. Oh, soll ich direkt auf Bürde gehen?
Ja, gehen wir direkt auf Würde. Ah, stimmt, die Deiner, fast vergessen. Die haben wir ja auch noch. Aber wahrscheinlich wird jetzt schon er schneller sein, nehme ich mal an. Wir werden es gleich sehen. Ja, ist schneller. Das war's dann wohl. Nee! Oh mein Gott, mit 10 KP hat es echt überlebt. Oh mein Gott, was tankt dieses Teil für Attacken, hey. Das ist ja unglaublich, so ein kleines Teil, Mann. Wisst ihr nicht mal Weiterentwicklung? Oh mein Gott. Ja, okay, der Hagel jetzt, ne? Aber du, wir konnten unseren Angriff machen. Ja, ich würde sagen, ich nehme erst Manu. Manu hält halt, glaube ich, kaum was aus, ne? Schauen wir mal. Spezialverteidigung 114 und KP 172, 117. Ist sogar fast, hat mehr Spezialverteidigung dafür, ein bisschen weniger KP. Ich meine, ich könnte auch mit ihm in die Diner gehen. Wegen der Käferattacke. Aber gut, die Käferattacke ist halt nicht Step. Wir gehen nachher in die Diner mit Krami, ne? Vor allem, da ich ihm ja die Diner-Suppe gegeben habe und ihn noch nie gedynamaxed habe, muss ich das ja fast. Ja, die Hagelkörner machen Mewtwo halt gerade nichts, ne? Wahrscheinlich so gefühlt 1 KP oder vielleicht auch 2. Aber jetzt ist seine Diner halt vorbei, ne? Das ist es. Oh, was? Noch 60 Sekunden. Echt, sind wir... Nee. Nee, wir sind noch keine 20 Minuten dran. Beziehungsweise 19. 17 Minuten und 40 sehe ich hier. Oh, shit, jetzt habe ich... No! Damn, boy, jetzt habe ich das falsche Pokémon gewählt. Nein! Nein! Ich wollte Krami. Oh mein Gott, bitte kill es jetzt nicht. Ja, sehr schön. Den wollte ich doch für Bisi aufbehalten. Ich meine, okay, Krami kann man auch nehmen mit der Flugattacke, ne? Er hat's besiegt. Nein, ich will aber bei Krami noch Dynamaxen. Noch 3 Minuten. Ja, wäre jetzt auch bescheuert, ne? Das kommt jetzt auch blöd, wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, um cool zu tun, jetzt noch auswechsel und mein Kram mit einer Maxe. Muss nicht sein, oder? Aber ihr könnt euch ja vorstellen, wie ich es gedynamaxed hätte, wenn ich mich nicht verklickt hätte. Ja! Luis. War ein sehr, sehr nicer Kampf, ne? Chichi. Ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall, nach so langer Zeit wieder mal zu spielen, ne? Und ich glaube eben, ja, du spielst ja eh noch nicht so lange Schwert und Schild. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Mitspielen, bei euch anderen fürs Zusehen und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Tschüssi!